Ich habe ein Sofa bestellt und das online. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf sitzt, wie es richtig sich anfühlt. Also tut, dass es weiter hochlädt. Ich bin nur eine Tomate. Nur eine Tomate und wir haben. Du musst abnehmen. Ich wiege 49,5 Kilo. Was? Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Die Atea wollte früher geweckt werden und das habe ich dann auch gemacht. Die kriegen eine Stärkung in warmer Form. Guten Appetit, mein Schatz. Warte, bitte schön. Es ist natürlich draußen noch ziemlich dunkel. Obwohl, in der Kamera geht es irgendwie. Und ich räume die Geschirrspülmaschine aus. Da sieht man, wenn man einmal nur nicht abräumt, gestern war ja der Idris noch da, bevor ich schlafen gegangen bin und wir haben was gegessen. Ihr habt geschlafen, wir haben was gegessen. Wir haben gesagt, kommt, steht auf und ihr habt gesagt, nö. Nein. Lass es dir schmecken, mein Schatz. Ohne mich was gegessen. Das geht gar nicht. Ja, und was ist mit dir in der Schule? Setzt du dich einfach hin und beginnst zu essen und deine Mutter sitzt vor dem PC und hat Hunger. So, die Mädels sind in die Schule gegangen und ich mache jetzt noch ganz schnell Wäsche und nach der Wäsche mache ich die Kleinen fertig. Die kleinen Kinder sind jetzt fertig. Hallo, meine kleinen Schatzis. Die haben jetzt auch was gegessen, getrunken und nun geht es in den Kindergarten. Dann trink was. Guck mal, hinter dir steht was. Hinter dir steht was. Und ich habe eben eine neue Couch bestellt. In weiß. So, ich sehe ziemlich zerwuselt aus. Habe ziemlich lange gebraucht, um mein Video zu schneiden, denn ich habe auch so ein bisschen Ordnung in meinem PC gemacht. Die Sven hat wieder rausgehauen, dass ich sie um 1 Uhr abhole. Ich muss sie unbedingt ein bisschen anders anmelden, dass ich nicht den ganzen Tag ständig bezahle. Und vielleicht so zweimal die Woche mache ich kürzer, weil die. Ja, die weint sogar schon nachts, dass sie nicht in den Kindergarten gehen möchte. Und sie denkt, wenn wir nach Amerika gehen, dann ist da kein Kindergarten. Aus diesem Grund weint sie nachts, dass sie in die USA auswandern möchte. Habe ich euch überhaupt erzählt, ich habe ein Sofa bestellt. Und das online. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf sitzt, wie es richtig sich anfühlt. Also total das Lottospiel. Wird es gut oder nicht? Volltreffer oder voll die Niete? Es ist auch nicht so günstig, also 950 Euro. Es ist aber weiß, weil ich finde, das sieht so ein bisschen gelblich aus. Ich habe ja eins bei Sigmüller gesehen, das hat mir sehr gut gefallen, 2.500 Euro. Aber es ist wieder dieses Gelbe und ich glaube, diese Räume sind einfach ein bisschen zu dunkel dafür. Und ja, alles andere hätte bis zu 3 Monate gedauert. Von 2 bis 3 Monate, bis man es haben könnte. Das war mir ein bisschen zu lange und ja. Online bin ich dann fündig geworden. Ich bin so gespannt. In 2 Wochen ist es da. Es ist total weiß. Aus Kunstleder. Hier, das ist Leder. Es muss nicht lange halten. Ich möchte später auf jeden Fall so ein Samtsofa in Anthrazit haben oder so Silber. Ich glaube aber, der Gianni ist dafür noch ein bisschen zu klein und die Wohnung hier zu dunkel. Also, wenn ich hier jetzt noch ein dunkles Sofa reinknalle, leider nicht. Aber. Und sollten wir vorher irgendwie ausziehen oder auswandern, dann möchte ich es einfach verkaufen. Wenn ich das für die Hälfte dann verkaufe, solange es natürlich nicht von meinen Kindern benutzt wird. Aber nein, wird es nicht. Patricia schminkt sich jetzt. Okay, soweit bin ich fertig. Ich habe etwas länger gebraucht, denn ich habe die Wimpern gewaschen, desinfiziert, gewaschen, getrocknet, draufgeklebt. Nur eine einzige Stelle tut mir immer noch so, also sie tut mir nicht weh, aber ich spüre sie und das mag ich eigentlich gar nicht. Deshalb Clip-in-Extensions ist auch so ein Ding für mich. Sobald ich es merke, fällt es meistens für mich durch, zumindest im Alltag. Okay, ich brauche Sachen zum Essen, mein Risotto. Und wir brauchen auch Milch, also einige Sachen, die die Kinder auch morgens gerade benötigen, fehlen uns. Aus diesem Grund packe ich jetzt den Leergut zusammen. Es ist mega dunkel. Ach so, ich brauche unbedingt Wasser. Guckt euch das mal an. Ich trinke so wenig Wasser, weil.
Das aus dem Wasserhahn, ich traue dem Wasser nicht. Ich glaube, es schmeckt überhaupt nicht. Bei meinen Eltern ist die Qualität sehr gut. Und da macht es mir gar nichts aus, da rauszutrinken. Hier muss ich sagen, bringe ich es kaum runtergeschluckt. Eventuell fange ich an, wieder Fleisch zu essen. Es ist mir ein bisschen zu wenig von dem Lebensmittel, die ich vertrage. Also viele fragen Linsen. Nein, keine Linsen, keine einzige Dose darf ich, also zum Beispiel Mais nur frischen. Also im Augenblick gibt es zum Beispiel keinen frischen. Dann sämtliche Hülsenfrüchte, ob das Bohnen, Erbsen, alles. Nein, geht nicht. Bananen, nein. So viele Obst und Gemüse. Keine Tomaten, selbstverständlich, weil das hätte ich sehr oft gefragt. Allgemein keine Zitrusfrüchte, da fallen ja schon 1 Million Sachen raus. Keine Ananas, keine Kiwi, keine Nudel, die aus Weizen sind. Dinkel habe ich noch nicht probiert, werde ich dieses Jahr auch nicht probieren. Mir bleibt wirklich eine Handvoll Lebensmittel, die ich zu mir nehmen kann. Keine Cola, keine Säfte, keine Energy Drink. Was ich einzige noch beibehalte, ist ein Kaffee. Mehr geht auch nicht. Kein Schwarztee, kein Grüntee, kein Matcha-Tee, keine Früchtetees. Eventuell, also bei Fleisch hat die Heilpraktikerin gesagt, dass ich es essen darf. Keine Milchprodukte, keine Eier. Zumindest kein Eiweiß. Eigelb würde, glaube ich, noch gehen. So, meine Lieben, dazu, dass ich jetzt auch abgenommen habe. Und wir gucken einfach mal auf andere Sachen. War der Herr ausgeschlafen? Ja. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ihnen ist schon klar, dass wir zur gleichen Zeit uns hingehen können? Ja. Ihnen ist schon klar, dass wir mittlerweile 2 Uhr haben? Nein. So. Ja. Ja, du hast die beste Frau der Welt, ne? Auf jeden Fall. Glaube ich dir. Ich habe doch den Idris aus dem Bett geworfen, aber er war sofort wach. Also ich glaube, als ich schon die Tür aufgemacht habe. Und jetzt macht er sich hübsch und wir gehen gemeinsam einkaufen. Denn so einen Einkauf alleine zu schleppen ist nicht so gerade easy. Aus dem Grund machen wir das in Teamarbeit und holen auch die Kinder ab. Und ich habe eben eine E-Mail bekommen und da ist mir eingefallen, mein Video ist noch nicht hochgeladen und ich habe mein Handy mitgenommen. Eigentlich wollte ich es da lassen, dass es weiter hochlädt. Ich bin nur eine Tomate. Nur eine Tomate und wir das haben... Nein, Mama. Die Mami macht das. Ich mach das, ich mach das. Einkaufstüte? Mit den Pfandflaschen. Die Mama macht das. Gell, Gianni? Mama, ich nehme mich so hübsch. Der Idris spricht nämlich immer so. Ich sehe gut aus. Und ich so, eigentlich macht er es ja genau richtig. Und jetzt fange ich auch an. Okay, ich nehme ein anderes Wort, aber das sage ich jetzt hier offiziell nicht. Ich sage einfach nur, Mann, bin ich heute hübsch. So, wer weiß, vielleicht hilft das mehr als alles andere, was ich bislang so gemacht habe. Andersrum. Behälter. Johnny, geh mal rein in den Wagen. Wartet, Johnny, warte. Da ist nichts drin. Genau, immer einer nach dem anderen. Mach so rein. Ja, mach rein. Mach rein. Der Einkauf wäre eigentlich hier, schon fertig. Du bist fertig. Super, Selin. Gut gemacht. Mäuschen, ich krieg das wirklich kaum geschoben. Ich hab das eingekauft. So, also der Einkauf ist soweit fertig. Wir gehen nämlich noch in einen anderen Laden. Oh, hier gibt es wieder so Mischungen. So, also. Habe ich keinen? Nee, Mist. Okay, da ich heute noch keinen Kaffee getrunken habe, trinken wir jetzt hier einen.
Also für mich bleibt, ich bleibe beim schwarzen Kaffee. So, willst du was probieren? Schwarzen Kaffee, ja. Mit Zucker. Echt? Ja, ja, ja. Nein, schwarz. Nein, nein, Idi! Du musst abnehmen. Ich wiege 49,5 Kilo. Was? Ja. Scheiße, ich hab doch Zucker gekauft jetzt. Das ist für dich. Nein, du trinkst den. Hier ist der Zucker. Nee. Arsch, ey. Mit was rühre ich den um? Mit dem Finger oder was? Guck mal, wie gut es hier geht. Ja, sie ist auch nicht mit dir zusammen. Ha, ha, ha. Ja, hallo? Sagt der Eiskalt, ich muss abnehmen. Das war doch nur nicht. Ja, aber trotzdem hast du gedrückt ohne Zucker. Ich trinke keinen schwarzen Kaffee ohne Zucker. Das stimmt gar nicht. Wie denn stimmt? Nur ohne. Komm, steck rein. Du kannst aber wählen, wie viel Zucker du willst. Nein. Also ich trinke den ohne Zucker. Ja, du musst ja auch abnehmen. Ja. Mit Milch wäre es bestimmt lecker geworden. Wir sind zu Hause angekommen. Mein Akku hat das Ganze nicht so mitgemacht. Aber bei Idris auf dem Kanal könnt ihr ja sehen, was wir noch so alles angekauft haben. Und wie das abgelaufen ist. Und schaut euch das mal an. Sieht das nicht schön aus? Schön weihnachtlich. Macht Werbung für mein Instagram. Ich brauche Follower. Ja, der Idris hat aus Versehen seine Instagram-Seite gelöscht. Und nun fängt er wieder von Neuem an. Ja. Da schreiben auch ganz viele, ob das eine Fanpage wäre. Nein, nee, ist das meine, ist wirklich Orgien. Seine... Idris TV unterstrichen dann... Online. Und wie sein YouTube-Kanal. Richtig, wie mein YouTube-Kanal. Da könnt ihr mich... Findet ihr. Du musst das in der Infobox auch nochmal verlinken. Genau, Schatz. Kannst du das machen? Einfach reinschreiben? Nee, nee, ich in schreib bei Videos? Mir, du bei dir. Ja. Super. Okay, dann fangen wir mal an, hier noch Essen zu machen. Wir haben sehr gut eingekauft. Idris zerreißt seine komplette Hose. Ja. Die ist im Schritt kaputt gegangen. Richtig. Hatte mal eine Hose, die nicht schwarz ist und einen coolen Style hat. Und genau diese Hose geht kaputt. Ja, also echt ein bisschen ärgerlich. Nun gut, dann würde ich mal sagen, beginnen wir etwas zu essen zu machen. Ich wasche Salat. Ich mache Salat. Mhm. Der Gianni fand den Stern so schön, dass die er den Eiskalt geklaut hat. Und ihr Fernseher etwas ja. Leiser. Und ist sehr laut. Machen wir Kartoffeln oder Reis dazu? Mach beides. Nee, das ist zu viel Salat, die also, Dings, Steak. Dann mach Kartoffeln. Oh baby, you're so damn dramatic. Sometimes I don't know where to go. My sunshine and my headache, but I keep coming back for more. Scary to admit that I'm falling for you by looking. So, der Idris versucht den Gianni so ein bisschen die Regeln im Haus zu erklären. Möchte etwas und das ohne Wenn und Aber. Darauf lassen wir uns beide nicht mehr ein. Schon länger, aber jetzt greifen wir noch mal extremer durch. Also mein Teller ist soweit fertig, weil die Kinder kriegen alle noch Fleisch. Das wird gerade neu gebraten, frisch gebraten. Aber man sieht auch lecker aus, gell? Sieht gut aus, richtig. Okay, ich mach mal schon mal ins Wohnzimmer, denn die Kinder kriegen eine sehr schöne Reportage.
So, ich habe angefangen schon zu essen. Der Idris ist zwar noch in der Küche, aber ich bin seit 7 Uhr wach und habe nicht wirklich viel zu mir genommen. Aus diesem Grund esse ich. Dann Mama macht jetzt. Couch bei dem Film eingeschlafen. Ich habe den Film noch nie geguckt, ohne dabei einzuschlafen. In Amerika waren wir im Kino, dann hier waren wir im Kino und nun ist er heute raus auf DVD. Ich einfach unverbesserlich Teil 3. Ich bin direkt eingeschlafen. Der Idris hat sich von mir verabschiedet. Wir haben noch hier sauber gemacht. Er hat mir geholfen und ja, ziemlich gut das Ganze hinbekommen. Es ist nur eine Ziege. Hin und wieder kann das leider so laufen im Leben. Wir hoffen auf ein Einhorn und wir kriegen eine Ziege. Wir haben heute genügend geguckt, dass wir schon beim Kino geguckt haben. Genau, und die Mama ist schon wieder eingeschlafen dabei. Also selbstgemachter Krokant nehme ich mit Mandeln. Ja, ich aber gar nicht. Sehr lecker. Nee, ich mach das nur, damit es ein bisschen auseinander geht. Lecker. Eigentlich hatte ich vor, ein Dessert zu machen, aber Mama es ist etwas... Die Zucker, dann Zucker. Das Essen war so lecker, aber meine Güte, ich habe bis jetzt geputzt. Die Küche ist soweit fertig. Alles vorbereitet, alles auch untergebracht. Ich musste die Sachen ja wirklich total überlegen, wo ich sie aufbewahren kann, ohne dass sie mir kaputt gehen. Denn hier war es nicht möglich, aber ich denke mal, ich habe das ganz gut gelöst. Ich habe es nämlich bei den Schuhen gemacht. Da ist es ziemlich kühl und ja, auf jeden Fall besser als hier in der Küche. Und jetzt überlege ich, was ich noch machen soll. Ich glaube, ich lege mich mit den Kindern hin. Oh mein Gott, ich bin so fertig. Ich habe wirklich noch mal Waschmaschine angemacht, damit ich ja nicht in Verzug komme. Am Wochenende bin ich nämlich weg und aus diesem Grund hatte ich keine andere Wahl. Ich kann auch kaum noch meine Augen auflassen, halten. Ich gehöre ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sind Rentner. Wir sind Rentner. Wir sind junge Rentner. Also die Kamera ist echt cool, wenn man so damit hantiert. Wegen so viel Ach, jetzt warte doch auf letzte Sekunde, nicht Minute. Ich liebe dich. Ja, hast Glück, sonst wäre ich schon längst weg. Aber ehrlich? Jetzt warte ich, bis wirklich nichts mehr geht. Sonst wäre eine andere wäre schon längst weg. Siehst du mal.